Heftige Regenfälle haben im Osten Australiens Überschwemmungen ausgelöst. Im Bundesstaat New South Wales mussten laut Behördenangaben am Freitag mehr als 150 Menschen aus den Fluten gerettet werden. Wir beobachteten, wie das Wasser durch den Bach floss, und dann sahen wir plötzlich, wie diese Hütte den Fluss hinuntertrieb und dann gegen den Zaun hinter uns krachte. Das war an sich schon beängstigend. Aber dann sahen wir, wie ein paar Leute aus der Hütte rauskamen und ins Wasser stiegen. Auch in der Millionenmetropole Sydney stieg das Wasser in mehreren niedrig gelegenen Vororten gefährlich an. Allein hier mussten mehr als 70 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Es ist wichtig zu wissen, dass die Pegelstände einiger Flüsse, vor allem im Westen Sydneys, weiter ansteigen. Das ist eine echte Gefahr. In Sydney wurden innerhalb von 24 Stunden 111 mm Niederschlag gemessen. Nur etwas weniger als die durchschnittliche Regenmenge, die dort sonst im gesamten Monat April fällt.